So. Und da bin ich auch wieder. So, jetzt erstmal gucken, wer da alles genau gekommen ist. Hallo Max, hallo Sepp, hallo Mr. Crazy Luigi und hallo die anderen, die jetzt mit darüber geschwappt sind, aber nichts gesagt haben. Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Ja, ich war gerade mit Snake Pass fertig geworden, deswegen. Ach so, das Spiel macht noch keine Geräusche. Gerade mit Snake Pass fertig geworden. Und deswegen jetzt gewechselt. Und ich habe noch nicht mal alles geändert. Mein Titel ist noch nicht richtig. Das machen wir doch eben noch, während ich rede. Dann kommt das noch weg. Weißt du, da will ich alles in der Pause fertig machen und vergesse doch wieder irgendwas. Typisch. Das wäre ja langweilig, alles direkt fertig zu machen, ne? Ja, 160 waren's. Also nicht nur knapp über 100. Wo ist mein Overlay-Ordner? Ich muss doch noch meine Tasten rebinden für Fangames. Ich spiele doch nicht mit Standard-Tastenbelegung. So. Machst du mal eben Geräusche? Ah, da sind Geräusche. Dann probieren wir doch mal I Wanna Challenge 100 Trials aus. Als eins der Fangames, die auf der Beginnerseite festgelegt sind. Nee, Standardtasten sind doof, weil zwischen Springen und Schießen eine Taste dazwischen ist. Beziehungsweise auf dem deutschen Layout ist das Z ja doch ein bisschen sehr viel weiter vom Shift weg als auf einem englischen Layout. Deswegen ist Key Rebinding doch schon nicht so verkehrt. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt alles geändert habe, so wie ich das sehe, können wir auch anfangen. Ich musste erstmal gleich noch den Death Counter anmachen. Warte. So. Naja, mit Alt-Shift kannst du ja auch einfach schon auf ein englisches Layout umschalten, wenn du das nicht ausgestellt hast. Dann hast du Y und Z ja auch schon mal vertauscht, dass die Tasten näher beieinander sind, ne? Okay, es fängt auf jeden Fall noch wirklich einfach an, ja. Ich möchte trotzdem speichern. Ich gehe einfach hier lang. Hat geklappt. Sehr gut. Nehmen wir einfach den schwersten Weg, wa? Geht schon. Ich bin ja Profi oder so. Nee, Profi bin ich auch nicht. Aber ein bisschen Ahnung habe ich ja doch schon. Aber durch ein paar Beginner-Fangames durchspielen kann man ja trotzdem mal. Das war nicht getroffen. Gehen wir doch außen rum, wa? Aber man muss ja mal so einen Sprung auch versuchen. Kann ich ja nicht einfach nur dran vorbeilaufen, nicht wahr? Ja, ist es auch, definitiv. Wäre auch schlimm, wenn es auf der Beginnerseite gelistet wäre und es nicht einfach wäre. Ups. Dann wäre da irgendwas nicht richtig, ne? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich Chat gelesen habe.
Gute Nacht, Sepp. Oder schönen Abend noch, wie auch immer. Du, wenn du erst nur ein bisschen AFK bist, dann lauschst du ja vielleicht noch dabei. Dann auf jeden Fall noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht trotzdem. Welches hattest du denn ausprobiert, Mauli? Huch. Nur weil es einfach ist, sollte ich nicht dauernd weggucken, ne? Das weiß ich nicht. Das können wir dann gleich auch nochmal ausprobieren. Habe ich ja auch mit runtergeladen. Gucken wir uns das mal zusammen an. Komm, da komme ich durch. Sag ich doch. Naja, brauchst dich deswegen ja nicht schlecht fühlen, ne? Und spielen würde ich sowieso, ob ich es dann jetzt direkt jetzt spiele oder wann anders. Es wäre dann auch egal, ne? So, dann der erste Boss. Eine grüne Schleimkugel. Gucken wir mal, was die so macht. Ich habe keine Ahnung. Sie schießt Äpfel. Sie schießt schnellere Äpfel. Okay, das war einfach. Das war wirklich einfach, ja. Oh, das ist ein Loch, oder? Ja, das ist ein Loch. Jetzt bin ich gestorben, weil ich die Knöpfe im Rhythmus zu der Musik gedrückt habe. Ich bin auch ein Held. Komm ich da lang? Ja. Na, dann habe ich ja jetzt ein Zeichen, wie ich erkenne, wann du hart betrunken bist. Wenn du anfängst, das zu behaupten, dann wissen wir ja Bescheid. Könnte ein guter deutscher Wulst sein. Sehr gut. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber wahrscheinlich die meisten von euch kennen ihn ja wahrscheinlich auch nicht. Sage ich am besten noch öfter wahrscheinlich. Dann wird es auch nicht wahrscheinlicher, dass das so ist, oder nicht? Thank you.
Ah, gehen wir oben lang. Oh, guck mal, ein Kid. In groß. Na genau. Er spielt halt auch viele Fangames und zwischendurch auch mal noch was anderes. Ja eben, ich wollte es gerade sagen. BBF, ein deutscher BBF, das wäre auch irgendwie komisch, weil er schon Deutscher ist. Da passt Mulks dann doch auf jeden Fall besser, ne? Ja doch, da lang, da ist ein Knopf. Okay, die haben da die Spikes weggemacht. Die Proto 8, nee. Die Chaos 8 haben wir fertig. Es fehlt an sich eigentlich nur noch die Chaos Proto 8. Aber die machen wir später, die machen wir jetzt nicht direkt. Erstmal ein paar andere Fangames ausprobieren, bevor wir da zurückkommen. Und das, und dann die letzte 8 noch töten. Aber die Chaos 8 haben wir halt fertig. Die haben wir geschafft. Ups, das war zu früh. Oh, dann müsste ja gleich schon der zweite Boss kommen. Ist ja gleich schon Raum 40. So theoretisch auf jeden Fall. Ja, so viel passiert hier halt auch nicht, ne? Wenn hier noch viel mehr Spikes rumstehen würden, dann wäre das wahrscheinlich schon wieder eine andere Sache. Oh, ich hab erst gar nicht hingeguckt, wo die Lücke da unten im Boden ist. So, was haben wir denn hier? Ein großer Apfel mit Augen. Sie bewegt sich sogar. Oder er ist ja... Apfel wäre er. Kommst du wieder hier runter? Noch nicht? Ich musste erst genug Schaden machen, ja? Oder hier oben stehen. Oh! Ja, ich möchte weitermachen. Oh Gott. Auto-Hotkey hat sich gemeldet, weil ich zu schnell Knöpfe gedrückt habe, die er umleiten musste. Ups. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass das auch passiert. Und natürlich das Fenster, was mich gefragt hat, ob das Skript weiterlaufen soll, einfach mal mich dann aus dem Spiel rausgetappt. Sehr gut. Ja, es ist manche, für manche ist es ein Apfel, für manche eine Kirsche. Einig sind sich die Leute da alle nicht. Es schneit. Ups. Aber schön, dass Auto-Hotkey sowas macht.
Eigentlich ist es eher unpraktisch. Es hat halt nicht erwartet, dass ich so viel rumdrücke. Ist das rutschig? Oh, das ist sogar rutschig hier. Ja, jetzt würden sie gerade noch mal ganz gut passen, ne? Was machst du, Knopf, denn? Okay. Und du machst das. Oh, den hätte ich wahrscheinlich nicht mehr drücken müssen, um zurückzukommen, wa? Der hat's, glaube ich, nur einfacher gemacht. Ja, die Pizza-Emotes waren ja leider nur für einen Tag da. Hätten auch noch ruhig ein bisschen länger da sein können. Ja, besonders jetzt haben sie diese Emotes designt, die jetzt für einen Tag da waren. Irgendwie, es lohnt sich doch auch eigentlich gar nicht. Das kann ruhig noch mal ein bisschen leiser. Ich habe das Gefühl, ich schreie ein bisschen dagegen an. Ja eben, das ist halt die Sache auch noch. Die waren auf jeden Fall besser als einige der Global Emotes, die halt immer da sind. Da bewegt sich mal was. Ich kann es nur. Das war dumm. Habe ich nicht aufgepasst. Oh Gott, das war dumm. Da ist ja gar kein Boden da, wo ich hin wollte. Zumindest keiner, den ich ohne noch einen zusätzlichen Sprung erreichen könnte. Eine große Schneeflocke. Die Pokémon-Emotes habe ich auch irgendwie so gut wie gar nicht gesehen. Zumindest sind sie mir nicht aufgefallen, dass irgendwelche Leute die jetzt so total viel benutzt hätten. Dass sie mir großartig aufgefallen sind. Also ich wüsste jetzt wahrscheinlich bei den meisten gar nicht, wie die aussehen. Ja. Hier ist sogar nicht nur ein kleiner Schneemann, sondern noch ein etwas größerer mit dazu. Wer hat da so ein Gate hingestellt? Finde ich nicht okay. Okay, Schnee ist weg. Ah. Oh, das ist sehr schnelles Wasser. Außer ich drücke nach rechts, dann nicht mehr so. Ach, das ist gar kein Wasser, wo ich einen Doppelsprung rausbekomme. Okay. Wofür ist der Spike da? Sehr gut, Becky. Dann passt das ja wirklich gerade super zusammen, wa? Das da unten ist auch ein schöner Weg.
Warte, wo soll ich lang? Ach, da unten ist ein Knopf. Ah. Ich habe mir davon bis jetzt auch noch gar nichts angeguckt. Das muss ich eigentlich auch immer noch tun. Es geht ja eigentlich nicht, dass ich das noch nicht getan habe. Nein, wir probieren den Corner Jump da jetzt nicht aus. Ich sterb da eh dran, das weiß ich. Aber wenn ich da nicht runtergefallen wäre, hätte ich auch da oben direkt lang gehen können, wa? Sehr gut. Sehr schön. Ja, okay. Ach, guck mal, jetzt fällt mir gerade auf, da ist ja ein Kind auf dem Block, wo ich gerade drüber gelaufen bin, und da steht Warner. Oh, der dritte Boss. Was haben wir hier? Ein blauer Knubbel mit Händen. Weiß ist das übrigens und nicht blau. Wieso sage ich blau? Was ist mit mir? Oh, ich kann die weißen Dinger kaputt schießen, die Würfel. Oh, ich hab den nicht gesehen. Nochmal. Ja, stimmt. Schneekugeln wird dazu auch gut passen, so von seinem Aussehen her. Das stimmt. Das war auch schlecht. Ach, ich mach doch... Das hat damit nichts zu tun. Ich mach doch so immer oft genug irgendwelche Flüchtigkeitsfehler. Das hat nichts mit der Schwierigkeit unbedingt zu tun. Ah, du lebst immer noch. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Das war schneller als... Ich war schneller an dem Stachel dran als gedacht. Oh.
Nee. Ich will da einfach rüberspringen, ne? Ja. Ups. Okay. Wenn ich das richtig mache, müsste ich wahrscheinlich gar nicht immer wieder außen rum. Wenn. Das war dumm gesprungen. Hat es immer noch nicht? Warte mal, lass mich mal kurz gucken, ob es das auch überhaupt angenommen hat von mir eben. Okay, angekommen ist es auf jeden Fall. Ach ja, Twitch. Ja, eben, Neuladen sollte ja eigentlich reichen. Da muss ja nicht gleich der ganze Stream neu gestartet werden, ne? Auch wenn ich jetzt eben neu gestartet hatte, weil ich die... Aber das hatte nichts damit zu tun, sondern weil ich die Framerate umgestellt habe. Deswegen hatte ich neu gestartet, nicht deswegen halt. Weil ich den Titel erst danach umgestellt habe. Huch. Das war nicht so schnell, wie ich erwartet habe. Shit. Naja, Fangames laufen in der Regel mit 50 FPS. Und dann passe ich halt das von dem Stream darauf an. Wow. Okay, jetzt sind wir durch den Raum durch. Drehende Plattform. Es war auch gerade ein bisschen knapp. Wow. Der Sprung ist eigentlich auch nicht schwer. So. Was? Was habe ich jetzt gerade nicht gesehen? Warum bin ich gestorben? Was? Hallo? Entschuldigung? Na, ist doch nichts, oder? Ach, das ist gar kein Hintergrund. Oh Gott. Oh Gott, wie schlecht. Ich habe die Dinger nicht als Vordergrund wahrgenommen. Sehr gut. Das erklärt einiges. Oh Mann. Ich möchte dazu einfach nichts sagen. Muss ich schon selber lachen. So schlecht ist das. Oh Mann. Ich hab die halt echt nicht gesehen.
Das war einfach zu hoch gesprungen. Das war natürlich auch super klug. Ich kann Blöcke zerschießen, yay! Und ich kann sterben. Ist das nicht auch schon wieder Kirby-Musik? Ist das irgendwie... Oh. Oder Rainbow Road aus... Okay, die Wii... Mario Kart Wii kenne ich nicht. Habe ich nie gesehen. Ja, aber okay, eine Rainbow Road, das hätte man sich auch schon denken können, irgendwie bei der Farbgebung hier. Ich bin voll in den Spike gelaufen. Warum zerschieße ich den oberen Block nicht eigentlich einfach? Ich kann auch durch Spikes durchschießen. Warum mache ich mir das denn so schwer? Ah, ich sehe, wo die Schwierigkeit da drin ist. Ich muss wirklich im genau richtigen Moment schießen, um da lang zu kommen. So zum Beispiel. Ich hätte auch unten lang gehen können, aber das wäre ja langweilig. Na, wie gesagt, keine Ahnung. Müsste ich... Mario Kart Wii müsste ich eigentlich auch mal irgendwann noch spielen. Die Möglichkeit an sich hätte ich ja. Ihr geht wieder zu, oder? Nein, geht ihr nicht. Okay. Ah, ich hätte den Block zerschießen können, um abkürzen zu können. Okay. Ich weiß halt nicht, wie ich ihn finden soll, weil ich bis jetzt noch nicht wirklich viel davon gesehen habe, ne? Also von Mario Kart Wii gesehen halt wirklich fast so gut wie gar nichts. Und dann doch nur eher jemanden, der Time Trials gemacht hat. Und da ist das ja auch nicht immer so dasselbe, als wenn man es selber spielt, so casual. Da ist sich dann doch schwer, einen Eindruck von zu machen, vernünftig. Ich bin echt zu hoch gesprungen, wow. Ich bin stolz auf mich. Ja, stimmt, ich glaube da... Das war schlecht. Dass da an Mario Kart Wii doch auch viel rumgemoddet wird, ne?
Ich meine, das auch schon mal irgendwie mitbekommen zu haben. Ist das mein Ernst, dass ich da in die Stacheln oben in der Decke reinspringe? Wow. Warum tue ich das? So hoch muss ich da doch nicht springen. Das ist ein einzelner Spike, der da rumsteht. Oh, wenn ich hier Reset spamme, dann sterbe ich immer jedes Mal. Sehr gut. Ich sollte das nicht tun. Bis dann, Mauli. Schönen Abend noch. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich habe mich da ja eben auch noch durch die Time Trials durchgehauen. Selbst das hat auch noch Spaß gemacht. Ach, das ist überhaupt nicht richtig, was ich hier mache. Aber es war noch nicht schlimm schlecht. Geht noch. Oder? Hör doch auf, den da abzuschießen. Ich will da... aus. Ich will doch die obere Reihe abschießen. Aber kann man auf jeden Fall mal spielen, definitiv. Der Raum ist schon so ein bisschen lästig, ne? Aber jetzt ist er fertig. Und es kommt wieder ein Boss. Wir sind ja schon in Raum 80. Was haben wir denn hier? Ein Stern. Der wird jedes Mal schneller, wenn ich ihn abschieße, oder? Jetzt schießt er auch noch schneller. Zö? Oh Gott. Ja, warum hat mich das eine Ding nicht getötet? Ich war verwirrt und dann war ich... Ich war verwirrt, weil ich dachte, ich bin eh schon tot und dann habe ich nicht mehr reagiert und dann bin ich wirklich gestorben. Oh Gott. Oh, 25 Grad wäre mir, glaube ich, schon wieder echt zu warm. So auf Dauer. Oh, Hilfe! Nein, nicht!
Das ist ja mies. Das ist ja schon mies. Haben die eine kreisförmige Hitbox? Dass ich deswegen vorhin an dem einen auch nicht gestorben bin? Hallo Zylo, schönen guten Abend. Also ich habe mit Wetten nichts am Hut. Ich bin voll mitten drauf gesprungen. Der Boss ist doch schon ein kleines bisschen lästiger als die anderen davor. Wie viel hast du denn gewonnen? Ich sollte auch mal treffen, ne? Das klang irgendwie so, wie du hier reingekommen bist, klang das nach mehr als das. Nein, ich bin voll reingesprungen. Ach so, na dann, Zylo. Na dann. Ist ja alles gut. Das kann ich ja so nicht wissen. Gott, ich habe das Ding noch getroffen. Ich dachte schon wieder, ich wäre tot. Ich muss damit aufhören und warten, bis ich wirklich tot bin. Und das nicht nur denken. So wie jetzt zum Beispiel. Er war doch auch schon fast tot. Der ist aber echt mal lästiger. Das muss man schon sagen. Wer lästig ist, der Boss. Wenn der so schnell wird und so schnell schießt. Wow, ich bin voll reingelaufen.
Das habe ich auch nie behauptet, aber ich kann doch trotzdem sagen, dass der lästiger ist als die anderen Bosse davor. Oder dass er allgemein lästig ist. Ich hab einfach. Ich hasse das, dass mein Finger. Dass meine Hand schneller ist als das, was ich sehe. Ich dachte eigentlich, ich würde schon wieder sterben und resette einfach und dabei war ich noch gar nicht tot. Manchmal hasse ich meine Hand dafür, dass sie so schnell reagiert. Was ein Quatsch. Ja, ne? Aber ein überkrasser Osu-Spieler bin ich ja jetzt auch nicht. Ich kann das vielleicht recht gut, aber überkrass bin ich jetzt definitiv nicht. Weißt du, dann ist das schon gut, dass diese Vierecke nicht so eine Hitbox haben, wie sie aussehen, aber meine Hände trotzdem so reagieren, als wenn es so wäre. Und deswegen resetten. Voll schlimm. Voll reingesprungen. Sehr gut. Das kann doch jetzt hier nicht angehen, dass ich hier so lange brauche. Finde ich nicht okay. Ich bin in ihn reingesprungen.
Oh Gott, wie schlecht. Ach, belastend ist er eigentlich nicht. Ein bisschen lästig vielleicht, wie gesagt, aber sonst... Schwer ist er ja eigentlich nicht. Er rollt da halt an der Wand lang und schießt Würfel auf mich. Oder Vierecke. Quadrate, das ist das Wort. Das sind... Quadrate sind 2D-Würfel. Mathe ohne Zahlen wäre Mathe mit Buchstaben. Das ist doch furchtbarer als mit Zahlen. Da sind mir Zahlen lieber. Na? Denkt dran, irgendwann kamen in die Mathematik auch noch Buchstaben rein. Und wenn ihr dann die Zahlen wegnehmt, haben wir ja nur noch Buchstaben. Und das wäre doch furchtbar. Was steht da im Hintergrund? Da steht wieder ein anderes Wort. Da gibt ja genug Konstanten, die irgendwelche Zahlen darstellen würden, aber Buchstaben sind. Also, da findest du bestimmt schon genug, dass du keine wirklichen Zahlen mehr dabei hast, ne? Will ich überhaupt hier lang? Ja, ne? Aber nicht so.
Nee, es gibt auch genug Konstanten, die als Buchstaben dargestellt werden. Nimm doch einfach schon mal Pi als Beispiel. Das ist auch immer die gleiche Zahl, aber die schreibst du nicht als Zahl. Na? Variablen meinte ich damit auch nicht. Ich meinte schon wirklich Konstanten. Steht dann da auch als Buchstabe, obwohl es eigentlich Zahlen sind, ne? So meinte ich das halt. Ja, da könntest du nicht sehr viel Sinnvolles rausmachen. Ganz ohne Zahlen, aber es würde sich irgendwas bestimmt zusammenbauen lassen. Kann ich jetzt mal aufhören, hier zu sterben? So schwer ist das hier eigentlich auch noch nicht. Ja, aber es sieht halt nicht aus wie eine Zahl. Wow. Es tarnt sich als blöder Buchstabe. Genau, ich wollte eigentlich böser Buchstabe sagen. Aber blöd geht auch. Wo will ich lang? Irgendwo. Da hoch nicht, ne? Das ist zu hoch. Ah, ich hatte es mit Sprachen in der Schule nie so. Da war mir Mathe oder Informatik oder sowas doch lieber. Wow. Super. Ja, Chemie bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber sonst geht das eigentlich schon. Will ich eigentlich wirklich da lang, wo ich lang wollte? Nee, ne? Ich will da unten rum. Also wenn ich es könnte, könnte ich bestimmt auch da oben abkürzen. Aber das kann ich gerade doch nicht. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich nochmal da reingefallen wäre. Also eigentlich nicht, aber irgendwie auch doch. Ach, du hörst schon da auf. Okay. Noch drei Gates da am Ende, ja. Sehr gut. Hey, ich guck gerade überhaupt nicht hin. Hör mal auf. Ich lese gerade. Ja, ist doch... Musstest du dann wirklich damit aufhören? Das ist ja dann auch Quatsch. Irgendwo. Anstatt, dass du dann mit dem weitermachen kannst, wo du eigentlich Lust drauf hättest. Das Gimmick ist auch schon irgendwie cool.
Also ich kann auch schon dahin gehen. Ach, das sind anscheinend immer Screens aus irgendwelchen anderen Games, wa? Hier in diesem Bereich. Ich habe mir gar nicht die andere Seite angeguckt. Ich bin einfach losgelaufen. Ich glaube, ich habe mir sogar nicht die einfachere Seite ausgesucht. Es kommt drauf an, wenn du auch versuchen würdest, da irgendwas Vernünftiges hinzubekommen und nicht mit Absicht irgendeinen totalen Murks machen würdest, könnte man bestimmt drüber reden. Ich sehe dich, Stachel. Na, dann hätte ich da bestimmt nichts gegen, das dann auch mal auszuprobieren. Oh, ich kann ja einfach hier hochspringen. Und dann in den Stachel rein. Sehr gut. Weil es hätte ja schon irgendwie was, ein Fangame für einen gemacht zu bekommen. Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft, ja. Natürlich ist dann Safe Blocker. Alter, habe ich mich verjagt. Fuck. Dabei tun die mir nicht weh. Ich hasse euch auch, ihr blöden Mistdinger. Oh. Oh. Das Scrollen ruckelt ein bisschen. Gute Nacht, Nordic, schlaf schön. Und ja, die Chaos 8 haben wir fertig. Und Snake Pass haben wir zwischendurch auch noch gespielt. Und jetzt gucke ich mir ein, zwei Beginner-Fangames an. Naja, nur weil man nur eine Sprache kann, ist das ja keine Ausrede, keine Spiele machen zu können. Man kann ja erstens andere Sprachen lernen und mit den Engines für die I Wanna Be The Guy Fangames. Da ist auch einfach, gerade die Räume zusammenzubauen, ist auch nur was zusammenklicken. Vielleicht dann, je nachdem, was die Bosse können sollen, auch ein bisschen programmieren und sowas, aber so viel müsste das, glaube ich, gar nicht sein. Die Proto 8, die müssen wir noch machen, aber da war mir jetzt noch nicht nach. Die kommt aber auch noch. Aus Octophobia. Die Achterbosse halt. Die Chaos 8 halt die 8 im Chaos Mode. Und die Proto 8 ist ja noch so ein versteckter Boss. Und den halt dann jetzt auch noch. Will ich ja auch noch fertig machen.
Ja. Insgesamt hat die ja dann, hat Octophobia ja schon 4 Achten. Halt die normalen einmal im Normal und Chaos und dann die Proto-Achten. Die man findet, wenn man in dem Vorraum zu der 8 einfach in den Tod springen würde. Was ich einfach mal irgendwann so gemacht habe. Also ich würde schon sagen, dass Red vorher schwerer war, ja. Ich habe mich bei der 8 nur teilweise echt doof angestellt, weswegen das so lange gedauert hat. Ich habe den Safe nicht erwischt. Oh Gott, wäre ich jetzt einfach... Kann ich aufhören? Ups. Warte, ich kann da noch gar nicht hin. Oh Gott. Einfach die Tür gesehen und versucht drauf zuzulaufen. Das war schlecht. Auf jeden Fall. Das sowieso. Oh Gott, ich muss da rum. Mach das doch nicht einfach zu. Das ist nicht cool. Ah. Den Sprung müsste ich eigentlich hinbekommen. Dann müsste ich den oberen Knopf nicht noch drücken. Jetzt stelle ich mich aber auch gerade wieder an, ne? Wow. Einfach wow. Kommt schon. Warum versuche ich das eigentlich? Das ist doch Quatsch. Versuche ich wieder schneller zu sein, als gut für mich ist. Nur weil mich da so eine Spike-Wand verfolgt. Weiß ich gar nicht, wo das Problem ist. Sehr gut. Das schon wieder mache für einen Quatsch.
Oh Gott. Okay. Ich sag ja, ich krieg den Sprung auch so hin. Hey, Eis! Anderes Eis. Da wollte ich noch gar nicht runterfallen. Du bist eindeutig zu schnell für das Spiel. Bist du das? Also ich nicht, offensichtlich. Ich offensichtlich nicht. Okay, das passt auch nicht. Hallo, ich bin eigentlich nochmal gesprungen, aber okay, dann halt nicht. Was war das denn auch schon wieder für ein Sprung? Ich hab die Taste vielleicht ein bisschen sehr kurz gedrückt, würde ich mal sagen. Jetzt mal hier wieder Focus und konzentrieren und alles. Dreh dich schneller, komm schon. Dankeschön. Ich bin über die Kante gelaufen. Okay. Wow. Noch mehr, wow. Ich bin voll nicht gut. Mal wieder. Ich mach schon wieder viel zu viel Quatsch. Ich kann an dem Spike auch sterben, während so ein Block noch da ist. Okay. Von mir aus. Na, das ist ja in einem Fangame auch nicht schwer, ne? Weil man hier auch einfach viel schneller sterben kann als in so einem Spiel, wo das Respawn ja schon länger dauert, als in der Zeit, wo ich hier je nach Raum direkt schon mehrfach sterben kann, ne? Oh, das sind auch Blöcke. Nein! Mach das doch nicht mit mir! Warum mach... Was für ein fieser Block? Ups. Das war ja schon gemein. Okay. Sehr schön. Das müsste ja dann jetzt der letzte Raum vor dem letzten Boss sein.
So theoretisch. Oh Gott, ich bin runtergelaufen und jetzt bin ich tot. Ich komme nicht mehr an den Knopf dran. Okay. Was hast du denn jetzt noch so zu bieten, Spiel? Dann zeig doch mal her. Ein dunkler Raum. Ein Würfel. Mit ganz, ganz vielen Iframes. Du machst aber schon gleich noch was anderes, oder? Oder nicht so? Irgendwas passiert da doch gleich noch. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht so ist. Sag ich doch. Oh, jetzt sind's vier. Oh shit, geh weg. Mist. Ja, es macht noch mehr. Hätte man, glaube ich, die erste Phase aber schon noch ein bisschen kürzer machen können, aber das passt schon. Halt nur später nicht sterben, dann ist das auch kein Problem, ne? So, einmal noch und dann können wir weiter. Ich bin schon wieder hier hingelaufen. Ich hab schon wieder das gleiche wie eben gemacht. Sehr gut. Wie war das mit nicht sterben? Oh, ich habe ihn zweimal getroffen. Und ich bin auf ihn draufgesprungen. Oh. Okay, das war viel zu spät getroffen, ne? Ja.
Aber jetzt mal wieder richtig. Ja, so geht das doch auf jeden Fall schneller. Müssen wir nicht so lange auf die zweite Phase warten, wenn ich das so mache. Okay, außer ich treffe, dann war wieder nicht richtig. Oder halt an einer Stelle zu spät, dass die Iframes dann noch nicht weg waren. Passt der Musikübergang nur nicht so gut. Oh, er macht wieder Kram. Nein, die hat mich noch erwischt. Oh. Die Würfel oder die Quadrat hat mich noch erwischt, genau. Genau so heißt das. Warum springen? Ich darf da nicht vorher springen, dann fliegen die doch nicht dahin, wo ich das gerne hin hätte. Jetzt hier. Ich weiß doch, wie das geht. Oh, nicht getroffen. Müssen wir halt noch einmal öfter warten. So. Ja, schon besser. Ich muss ein bisschen mehr springen, wenn ich da die Würfel zerschießen will. Wäre nicht verkehrt. Die erste Phase ist halt schon mal ein bisschen lang, ne? Die könnte ein bisschen kürzer sein. Dass der nicht ganz so lästig wäre, das definitiv. Aber die Lust hat er mir daran noch nicht vernommen, dass ich ihn jetzt töten will. Das sehe ich ja gar nicht ein. Deswegen passe ich nicht auf und renne in einen der Shurikens rein. Gute Idee. Gute Idee.
Okay, noch einmal so mehr. Oh Gott. Okay. Das ist cool. Irgendwie schon. Okay. Okay, jetzt weiß ich, was die Würfel tun, die er da oben in die Luft legt. Fuck. Oh. Sehr gut gemacht. Aber die Vierecke hätten da eben gerade schon etwas langsamer auf mich zufliegen können, dass ich noch ein bisschen besser hätte reagieren können. Das wäre ganz cool gewesen. So schnell reagiere ich doch nicht. Ja, habe ich. Habe ich definitiv. Ist auch was ich auf jeden Fall noch spielen muss. Ich hab's halt nur noch nicht. Ah, das würde ich auch sowas von spielen. Na, jetzt erstmal das. Dann kommst du jetzt mit den Spikes von da unten. Dann machst du den Quatsch wieder. Das heißt, ich will jetzt hier rüberlaufen. Das gleiche nochmal anscheinend. Ich habe gerade erwartet, dass sie durch ihn durchfliegen und dann nochmal zurückkommen, aber ne, haben sie nicht getan. Oh Gott. Mach das doch nicht so nah bei mir, verdammt. Oh Gott. Okay, damit war ich jetzt auch im ersten Moment überfordert. Weil ich es verstanden habe, war es zu spät. Ups. Oh, komm schon. Du hättest auch jetzt schon fertig sein können, so.
Nein, du Auto-Hotkey. Du was? Ich hab's schon wieder viel zu schnell gedrückt. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie umstellen kann. Das ist unpraktisch, wenn ich so schnell springe und schieße, dass das Programm rummeckert, was mir meine Keys bindet, auf die ich benutze. Das ist uncool. Bis dann, Max. Gute Nacht. Geh doch nicht so nah an mich ran. Aber ein bisschen tiefer darfst du ruhig. Genau so. Muss ich nur noch treffen. Schade, dass er durch die Spikes keinen Schaden bekommt. Das wäre noch praktisch. Okay, jetzt fangen wir aber anscheinend wieder von vorne an, ja? Ja. Oh, du bist jetzt nicht gestorben. Das ist ja doof. Du hättest jetzt auch schon tot sein können, ne? Wäre ich mal voll für gewesen. Sehr gut. Ich verstehe davon halt gar nichts, ne? Doch, da sind ein paar Wörter, die kann ich sogar lesen. Thank you.
Text-Dialogfenster, die ich nicht verstehe. Weil ich die Sprache erstens nicht kann und zweitens, weil er die nicht richtig anzeigen kann. Sehr gut. Aber das portet mich wahrscheinlich dann zu den unterschiedlichen Stages wieder hin, nicht wahr? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und die Box wird mir das sagen. Irgendwie. Warte. Oh, das Spiel habe ich doch auch schon mal gesehen. Das war doch auch irgendwie voll toll, dass ich das auch haben wollte. Meine ich mich doch dran erinnern zu können. Habe ich das nicht sogar auf meiner Steam-Wunschliste? Hatte das da nicht schon eine Page oder verwechsel ich das gerade mit irgendeinem anderen Spiel? Ich verwechsel das, glaube ich, mit irgendeinem anderen Spiel. Aber das wird definitiv auch was sein, was ich haben muss. Kannst du mir einfach meine Wunschliste anzeigen? In der Ansicht? Nein? Kannst du nicht? Dann machen wir es halt groß, das Fenster. Dann sehe ich euch zwar kurz eine Sekunde nicht, aber das ist okay. Weil ich sehe euch jetzt schon wieder. Ja, dann verwechsel ich das wahrscheinlich mit einem anderen Spiel, was halt schon eine Steam-Page hatte, was ich auch irgendwann haben wollte. Wo ich das dann halt schon auf die Liste draufpacken konnte. Aber gesehen habe ich Fee auf jeden Fall auch schon mal irgendwann. Und da habe ich das, was ich davon gesehen habe, auch schon echt toll gefunden. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Ein Fangame spielen wir noch. Dann kannst du dich auch erstmal wieder zurücksetzen.